Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Teneriffa. Heute machen wir eine Roomtour von der Villa, die wir gemietet haben. Und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Viel Spaß beim Video! Hier haben wir im vorderen Bereich vor der Haustür unsere Garageneinfahrt. Hier ist ein schöner Vorgarten angelegt. Das Tolle ist, die Kinder können hier wunderbar spielen, denn hier hat man direkt den Blick ins Büro. Hier finden wir die Küche. Sehr schön, sehr modern eingerichtet. Mit einem wunderbaren Ausblick. Aus diesem Raum kommend, können wir einmal uns anschauen, das obere Badezimmer mit Dusche. Auch hier habe ich verschiedene Sachen einfach hochgestellt, damit der Kleine nicht drankommt. Wir haben hier einen Hauswirtschaftsraum. Ich muss sagen, dass ich von diesem Ausblick jedes Mal wieder geflasht bin. Auch gestern Abend, als ich die Kinder schlafen gelegt hatte, bin hochgekommen. Dieser Wow-Effekt, wenn man hier auf die Terrasse kommt, ist einfach unbeschreiblich. Also hier ist dann der Treppenaufgang nach oben. Wie ihr seht, habe ich hier ein bisschen was zugebaut, damit der kleine Mann nicht hochklettern kann. Und schaut euch mal bitte dieses Fenster an. Ein Traum. Hier finden wir unser erstes Schlafzimmer. Das haben wir ein bisschen umgebaut. Wir haben die große Matratze hinten in der Ecke liegen. Da schlafen die Kinder. Ich hier oben. Mein Mann ist ja im Moment nicht mit dabei. Dementsprechend schlafen wir hier alle schön zusammen. Das ist auch sehr gemütlich. Wir finden hier eine Kommode und ein Nachttischschränkchen. Ein bisschen Chaos, wie das so alt ist mit zwei Kleinkindern. Und hier ein wunderschöner Ausblick nach draußen. Das ist wirklich toll. Wenn wir hier lang gehen, finden wir hier einen ganz großen Ankleideschrank, der auch in sich total cool konzipiert ist. Kinder, hier haben wir unser Badezimmer. Hier ist ein Bidet, Toilette und ein wunderschöner Lichtschacht. Den kann man öffnen, um auch zu lüften. Und eine Badewanne. Wenn wir hier jetzt rausgehen, sind wir hier wieder im Hauptflur. Und dann haben wir hier unseren wunderschönen Garten mit einem fantastischen Ausblick. Das ist wirklich atemberaubend hier. Wir haben einen schönen Kunstrasen, der sich unheimlich schön anfühlt. Eine große Spielfläche für die Kinder. Was ich fantastisch finde, ist dieser montierte Zaun. Zusätzlich, damit man keine Sturzgefahr für die Kinder hat. Und der Garten ist auch richtig groß. Kann man sich wirklich sehr austoben in diesem Bereich.